10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, hallo. Ihr könnt mich ja schon hören. Eigentlich spricht man ja nicht mit vollem Mund. Aber bei einem Hasen wie mir ist das etwas anderes. Ich, Bugs Bunny, ich darf das. Außerdem bin ich ja auch kein ganz gewöhnlicher Hase, weil gewöhnliche Hasen gewöhnlich nicht in einem Schloss wohnen. Aber ich habe nicht nur in einem Schloss gewohnt, mir hat sogar mal eins gehört. Und das kam so. Verdammt harte Arbeit, wenn man sich seine Möhren selbst ausgraben muss. Die Erde in Elmer Flachs Garten kommt mir immer besonders fest vor. Nanu, was steckt denn da in der Erde? Sieht mir gar nicht nach einer Möhre aus. Hey, verschwinde aus meinem Mohrrübenfeld, Bugs Bunny. Hey, Elmer, warum schießt du denn blaue Bohnen in dein Mohrrübenfeld? Weil ich dich damit verjagen will. Hör auf, Elmer. Ich wollte gar nicht deine Bohnen, Mohrrüben klauen. Aha, du gräbst wohl nach einem Schatz. Ja, genau. Woher weißt du das? Willst du mich auf den Arm nehmen? Nein, großes Hasenehrenwort. Schau, was ich hier gefunden habe. Was ist das? Ein Stück Papier. Das sehe ich selbst. Lies mal, was draufsteht. Besitzurkunde. Du kannst ja wirklich lesen. Natürlich kann ich lesen. Dann kannst du mir bestimmt auch verraten, für welchen Besitz das eine Urkunde ist. Natürlich. Für ein Schloss. Für ein Schloss. Hurra! Mir gehört ein Schloss. Wieso dir? Die Urkunde war in meinem Garten vergraben. Aber ich habe sie gefunden. Also gut, dann gehört es uns beiden. Sag mal, wo liegt unser Schloss eigentlich? Am Meer. Hier, auf der Rückseite ist ein Plan aufgezeichnet. Nichts wie hin, Elmer. Das Papier ist zwar schon etwas vergilbt, aber ein Schloss hält sich etwas länger. Ja. Ich pack nur noch ein paar Sachen zusammen. Vergiss meine Möhren nicht. Ich glaube, du verwechselst da wieder was, Bunny. Wieso? Es sind meine Möhren. Vergiss sie trotzdem nicht. Tja. So schnell wird man halber Schlossbesitzer. Allerdings waren wir ganz schön enttäuscht, als wir das ganz schön verfallene Schloss an einem ganz schön einsamen Örtchen gefunden hatten. Das soll unser Schloss sein? Ja, sag bloß, es gefällt dir nicht. Das ist ja mindestens 1000 Jahre alt. Das macht es ja gerade so wertvoll. Aber seit 1500 Jahren scheint sich keiner mehr darum gekümmert zu haben. Lass uns erst mal reingehen, Elmar. Meinst du nicht, dass es verschlossen ist? Wieso? Nur weil es Schloss heißt? Da sind ja schon die Holzwürmer drin. Nettere Nachbarn kann man sich gar nicht wünschen. Und was hältst du von Spinnen? Sehr nützliche Tierchen. Ich gehe nicht mit rein, Bunny. Angsthase. Wer ist denn hier der Hase, hä? Ich. Und ich gehe jetzt ins Schloss. Aber da drin ist es doch stockfinster. Dann muss man eben das Licht an. Was ist passiert, Bunny? Au, meine Öhrchen. Aua, die klemmen fest. Warte, ich helfe. Hier bin ich, Elmer. Bist wohl gegen eine Ritterrüstung gefallen, was? Schon möglich. Aua, au. Oh, deine Ohren sind im Helm eingeklemmt. Eine unpraktische Erfindung, so ein Helm. Lass schon los, du Urlaub. Au! Du ziehst mir ja die Ohren lang, Elmar. Ich schwöre dir, das waren sie schon vorher.
Sind Sie sicher frei? Ja. Dann können wir jetzt zusammen weitergehen. Eigentlich wollte ich ja gar nicht hier rein. Aber jetzt, wo du schon mal drin bist... Hier geht's. Nichts als Spinnenweben. Und jede Menge Staub. Ist jemand verletzt? Nein. Aber nimm bitte beim nächsten Mal die Hand vor den Mund, Bunny. Hier muss ein Fenster sein. Ja, dann mach es doch auf. Die Fensterläden sind noch geschlossen. Hilf mir mal. Du solltest nicht gleich Kleinholz daraus machen, Bunny. Jetzt ist hier drin wenigstens hell. Das ist ein Schrottschloss und ich will es nicht haben. Soll das heißen, du schenkst mir deinen Anteil an diesem Schloss? Nein, ich verkaufe ihn dir. Was willst du denn dafür haben? Oh, du versprichst mir ganz einfach, demnächst ein paar Möhren weniger aus meinem Garten zu klauen. Das ist Wucher, Dieberei, Betrug. Also gut, einverstanden. Pfote drauf. Dann bist du jetzt also mein Gast. Toll. Ich lade dich ein, heute Nacht in meinem Schloss zu übernachten. Das soll wohl ein Scherz sein, hm? Nein, nicht die blaue Bohne. Es ist sowieso schon zu spät, um heute noch zurückzufahren. Stimmt. Es wird bald dunkel. Einverstanden. Ich mache uns ein schönes Strohlager. Und was gibt's zum Abendessen? Möhren. Meine? Erraten. So leicht ist es also, ganzer Schlossbesitzer zu werden. Als Elmar Flatt und ich gegessen hatten, hauten wir uns aufs Strohlager und versuchten einzuschlafen. Neben Elmar Flatts Nachtlager brannte eine Kerze. Der Mond schien durchs offene Fenster. Draußen hörte man eine Eule. Oder war es ein Käuzchen? Oder ein Uhu? Schläfst du schon, Bunny? Nein. Oh, was war das? Was? Ach, du bist das, Bunny. Hör bitte auf, in die Möhre zu beißen. Dabei kann ja kein Mensch schlafen. Aber wie soll ich sie denn essen, wenn ich nicht reinbeißen darf? Du sollst nicht essen, sondern schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Lass den Quatsch, Bunny. Ich war das nicht, Elmar. Ehrlich nicht, Bunny? Ein Gespenst, ein Schlossgespenst. Und nichts wie raus hier, Bunny. Nein, ich lass mich doch von so einem Gespenst nicht aus meinem Schloss verjagen. Ich bin das Schlossgespenst. Sag mal, zahlst du eigentlich Miete? Miete? Ich spuke seit 834 Jahren in diesem Schloss. 834, das macht, man jetzt weiß, 834 Mohrrüben. Mohrrüben? Entweder du zahlst oder du fliegst raus. Und was ist mit meinen Kumpels? Was? Hier spucken noch mehr von deiner Sorte rum? Naja, wir sind keine besonders guten Gespenster. Darum haben wir uns ein leeres Schloss ausgesucht. Aber jetzt gehört das Schloss mir. Ich will nicht, dass hier noch jemand rumspuckt. Jawohl, Bunny hat recht. Also, entweder ihr zahlt Miete oder ihr verlasst auf der Stelle mein Schloss. Also, 834 Mohrrüben. Unmöglich, so viele Mohrrüben aufzuteilen. Dann auf nimmer Wiedersehen. Das ist gemein. Komm, komm, wir müssen uns ein neues Heim suchen. Die können ja durch die Wände gehen. Natürlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du so mutig bist, Bunny. Ha, dachtest du, ich wäre ein Angsthase, was? So einer wie du? Na ja, mit der Zeit wird man eben vorsichtiger. Reine Zeitverschwendung. Ja, langsam fängt das Schloss an, mir zu gefallen, Bunny. Jetzt willst du wohl wieder deinen Anteil zurück, was? Na ja... Mach 30 Mohrrüben aus deinem Garten. Das ist Wucher. Das ist Dieberei, Betrug.
einverstanden. Hand drauf. Gauner. Und morgen streichen wir unser Schloss hübsch an. Oh ja, wir machen aus dem gammeligen Ding ein richtiges Schmuckstück. Am nächsten Morgen standen wir ganz früh auf, besorgten große Eimer mit Farbe und noch größere Pinsel. Dann machten wir uns frisch ans Mauerwerk. Aua, genau auf den Daumen. Was hast du gemacht? Ich habe mir mit dem Hammer auf den Daumen gehauen. Aber ich dachte, du wolltest die Fensterläden reparieren. Das hatte ich auch vor, du Witzbold. Möchtest du mir lieber beim Anstreichen helfen, Elmar? Oh, no, per favore, signore Lepre. Wo kommt der Spaghettiner denn plötzlich her? Sieht aus wie ein Italiener. Sag ich doch. Signore Lepre, no. Meint er mich? Ich glaube, ja. Warum? Ich kann schließlich auch Italienisch. Arrosto di Lepre. Hm? Was heißt das? Hasenbraten. Haha, sehr komisch. Signore Lepre, bitte. Du darfst nicht dieses wunderschöne alte Schloss nicht anmalen. Das verstehe ich. Mille grazie. Ich wusste, dass du ein Herz hast für die Kunst. Nein, so war das nicht gemeint. Ich wollte damit nur sagen, dass ich dich nur verstehe, wenn du Deutsch sprichst. Dieses Schloss ist der ideale Drehplatz für meinen neuen Gespensterfilm. Gespensterfilm? Ah, ich zahle einen guten Preis. Haben Sie auch Möhren? Möhren, was ist das? Ach, vergiss es. Wir nehmen auch das Geld. Wie viel zahlen Sie pro Drehtag? Drei von diesen wunderschönen Scheinchen. Was? Nur drei? Dann gibt's aber keine echten Gespenster dazu. Doch, gibt es auch echte Gespenster. Grandioso! Aber Bunny... Lass mich die Geschäfte führen. Für echte Gespenster zahle ich noch einen Schein mehr, Signore Lepre. Die Sache ist perfekt. Wann fängst du an zu drehen, Signore? Noch heute Nacht. Buonanotte? Heilige Klamotte. Ich kann es kaum erwarten. Arrivederci. Ciao. Sag mal, Bunny, es gibt doch gar keine Gespenster mehr in unserem Schloss. Doch, natürlich. Es gibt zwei Stück. Oh, so. Die möchte ich aber mal sehen. Brauchst nur in den Spiegel zu schauen. Dann siehst du schon eins. Du hast doch wohl nicht vor. Doch, Elmar Flatt, wir haben vor, in unserem eigenen Schloss ein bisschen rumzuspucken. Oh, eine tolle Idee, Bunny. Die hätte glatt von mir sein können. So schlecht ist sie nun auch wieder nicht. Das war vielleicht eine Hetze. Elmar Flatt und ich mussten schließlich noch ein paar wichtige Gespenstersachen auftreiben. Zwei Bettlaken, eine rostige Kette, Eimer, Schnüre und. Gespenster wissen, wovon ich rede. Als abends die Filmleutchen kamen, waren wir ganz schön geschafft. Dabei hatten wir die eigentliche Arbeit, nämlich das Rumspucken, doch noch vor uns. Signore Lepre, Ihr Schloss ist wie für unsere Fliege. Du darfst ruhig Pax Bunny zu mir sagen. Ich bin ja so glücklich, dass ich es gefunden habe, Pax Bunny. Pax Bunny? Donne. Ja, schon gut. Mein Freund und ich müssen sowieso jetzt gehen. Was? Ihr wollt nicht bei den Dreharbeiten zuschauen? Das geht leider nicht. Aber warum denn, ich liebe Freunde, Amici? Weil wir Angst vor Gespenstern haben, ja. Nicht wahr, Elmar? Ja, stimmt, genau. Wirklich? Grandioso! Dann könnt ihr in unserem Film mitspielen. Nein, das lassen wir lieber. Ja, wir gehen ein bisschen am Meer spazieren, bis ihr hier fertig seid. Nicht, Bunny? Ganz genau, Elmar Flatt. Ja, aber es kann die halbe Nacht dauern. Macht nichts. Na, hoffentlich gehen die Gespenster nicht auch spazieren. Ganz bestimmt nicht. Und nicht vergessen, wenn die Kirchturmuhr 12-mal schlägt, dann ist Geisterstunde. Na, ich hoffe. Arrivederci. Ich muss mich jetzt um meine Schauspieler kümmern. Sind wohl alles Angsthasen, was? Ciao.
Ciao und viel Spuk. Los, schnell in das Schloss. Dort habe ich unsere Sachen vergraben. Warum die Eile? Ist auch noch Zeit. Ja, ja, aber ich habe so ein ungutes Gefühl. Oh, das ist das Lampenfieber. Hoffentlich. Doch ein Hase täuscht sich selten. Als wir zu der Stelle kamen, an der ich unsere Gespenstersachen vergraben hatte. Wie hast du die Stelle gekennzeichnet, Bunny? Mit einem eingeritzten Kreuz in der Erde. Aber hier sind mindestens 100 Kreuze in die Erde geritzt. Das sehe ich auch. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen überall graben. Oh nein. Ich habe so das Gefühl... Aber bitte nicht schon wieder. Doch, jemand hat uns reingelegt. Ja, aber wer? Keine Ahnung. Wenn ich den erwische, befördere ich ihn mit ein paar blauen Bohnen ins Jenseits. Vielleicht ist er schon im Jenseits. Wie meinst du das? Vielleicht war es eine von den Gespenstern, die wir rausgeschmissen haben. Ja, die waren ganz schön sauer auf uns. Hm? Ich glaube, das Graben können wir uns sparen. Oh, konnte dir das nicht früher einfallen? Wir müssen diese Gespenster finden. Ja, sonst geht uns ein wertvolles Scheinchen für die Schlossvermietung flöten. Und die Geisterstunde naht. Ein Glück, dass ich mein Fernrohr mitgenommen habe. Da hast du ausnahmsweise mal mitgedacht. Wieso ausnahmsweise? Hä? Hm? Hilf mir lieber mal auf den Baum. Ich halte dir die Räuberleiter. Ja. Aber nur, wenn du nicht wieder auf meine Ohren trampelst. Ja, 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 ja. Kann losgehen. Ja. Und jetzt auf die Schultern. Vorsichtig. Du wackel nicht so. Mach dich nicht so schwer. Noch ein Stückchen höher und ich kann mich an dem Ast raufziehen. Au! Geh von meinem Kopf, meine Ohren. Ich hab's doch gleich geschafft. Au, au, au. Schon gut, Bunny. Ich bin oben. Oh, heilige Möhre, tut das gut, wenn der Schmerz nachlässt. Von hier oben kann ich bis aufs Meer sehen. Zum Glück ist Vollmond. Ja, sonst wäre es stockfinster. Was du nicht sagst. Nachts ist es dunkler als zu Hause. Ah, wohl wieder einer von deinen lustigen Sprüchen, was? Sag mir lieber, ob du ein Gespenst siehst, Elma. Hä? Ich glaube, ich sehe Gespenster. Ja, wirklich? Nein, aber da draußen auf dem Meer ankert ein großes Segelschiff. Ein Geisterschiff? Nein, nein, nein. Es sieht eher nach dem alten Kahn unseres Piratenfreundes aus. Oh, du meinst Joffe Maidfem? Ja. Nicht wie hin. Vielleicht hat er unsere Gespenster gesehen. Hey, warte, Bunny. Wie soll ich denn alleine hier jemals wieder runterkommen? Das war wohl der schnellste Weg, was? Aber auch der unbequemste. Jetzt aber hinterher. Wo bleibt Elmer Flatter nur so lange? Warte auf mich, Bunny. Lass die Füße fliegen, Elmer. Wo hast du denn das Bötchen aufgetrieben, Bunny? Frag nicht so viel. Schieb es lieber ins Wasser. Ich möchte mal wissen, warum du mir immer nur Befehle gibst, Bunny. Okay, wir machen es jetzt immer abwechselnd. Oh ja. Einmal gebe ich einen Befehl und beim nächsten Mal gibst du dafür keinen Befehl. Ja, einverstanden. Moment mal. Komm, Elma, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Schieb das Boot ins Wasser. Warum fall ich bloß immer auf deine blöden Tricks rein? Au, hopp, au. Jetzt spring rein. Geschafft. Nichts ist geschafft. Du musst noch zum Schiff rudern, Elma. Ach, mir bleibt auch nichts erspart. Und eins, und zwei, und eins, und zwei. Kommandieren kannst du schon ganz gut. Einer muss ja schließlich immer die Verantwortung tragen. Hebt dir bloß keinen Bruch dabei. Sei doch nicht so sauer, Elmer. Du hast es ja gleich geschafft. Kannst du Sam schon auf seinem Boot entdecken?
Nein, er scheint nicht an Deck zu sein. Merkwürdig. Wieso? Weil alle Segel gesetzt sind. Stimmt. Sam! Yosemite Sam! Nichts rührt sich. Wir gehen jetzt jedenfalls an Bord. Wie denn? Wir klettern am Anker weiter. Im Klettern hast du doch schon... Ja, im Fallen auch. Stopp mal. Ich bin ja unser Bötchen am Ankerbeil. Aber mach bitte einen richtigen Seemannsknoten, ja? Was hast du denn gedacht? Eine Schleife? Ja, bei dir weiß man nie. So, jetzt geht's aufwärts. Ich bin gespannt, was uns da oben erwartet. Das Klettern ist ganz schön anstrengend. Ja, sag ich doch. Drängel nicht so, Elmar. Ja, ich würde dich lahme Ente ja gern überholen, aber das geht leider nicht. Ich bin ja gleich oben. Ja, hättest mich besser vorgelassen. Hoppla. Da bin ich. Geschafft. Direkt unheimlich. Sam! Yosemite Sam! Wo bist du? Psst, nicht so laut, Bunny. Hä? Soll er mich denn sonst hören? Und wenn die Gespenster an Bord sind? Quatsch! Wohl noch nie was von einem Geisterschiff gehört, was? Doch, aber ich wette, Sam schläft wie ein Murmeltier in seiner Kajüte. Ich gehe nicht unter Deck. Warum nicht? Weil es da stockfinster ist. Der Mond scheint nämlich nicht durchs Holz. Hm? Was du nicht sagst. Aha. Was war das? Bin über eine Lampe gestolpert. Hier, mach sie mal an, du Angsthase. Ah, sie brennt. Scheint noch genug Petroleum drin zu sein. Wie schön für dich. Wieso? Weil es damit unter Deck nicht so dunkel ist. Und jetzt komm. Gleich ist Geisterstunde. Ja, aber ohne uns geht der Spuk im Schloss leider nicht los. Im Schloss nicht, aber vielleicht hier. Ich glaube nicht, dass die Gespenster sich zu Sam verkrümelt haben. Wieso nicht? Bei Piraten Sam wird sogar ein Gespenst vor Angst noch bleicher. Was machst du da? Es ist nicht genug, damit wir unter Deck gehen können. Oder wolltest du durch die Holzwand gehen wie ein Gespenst? Hör auf damit, Bunny. Komm jetzt. Igitt, hier unten riecht's aber moderig. Nach verfaultem Holz? Bäh, da vergeht ein glatter Appetit auf Möhren. Wer hat denn die Luke zugeschlagen? Sicher nur der Wind. Sam, Sam, bist du hier unten? Von deinem zarten Stimmchen wacht er bestimmt nicht auf. Was ist passiert, Bunny? Sag nicht so blöd. Du hast mir doch gerade ein Häkchen gehalten. Ich? Da siehst du, was du davon hast. Die Lampe ist ausgegangen. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Wo bist du überhaupt? Vor dir. Nein, hinter dir. Aber ach, ich weiß auch nicht. Hör auf, mich so zu schubsen. Hm?
Wer schupft hier? Du doch! Ich? Was soll das? Oh, Geisterstunde. Wer die Gespenster vertreibt und ihre Arbeit will tun, der soll keine Nacht ganz friedlich mehr ruhen. Unschuldig. Bitte nicht die Treppe da hinten, ja? Aua! Was soll das? Da sind doch nicht die feinen Gespenster. Die haben uns eingesperrt. Was soll der Spuk? Lass uns hier raus. Das wird nichts nützen, Elmer Flatz. Sam. Josemite Sam. Dich haben sie also auch eingesperrt. Ja, aber wehe, ich krieg mal einen von diesen Milchgesichtern in die Finger, dann. Ich glaube, mit deinem Säbel kannst du den Gespenstern gar nicht anhaben, Sam. So, warum denn nicht? Du Schlauhase. Hast die Klugheit wohl mit Löffeln gefuttert, was? Genau. Ich hab sie sogar mit beiden Löffeln gefuttert. Mit dem rechten und dem linken Lauscherlöffel. Ach ja? Gespenster kann man nicht erschießen, nicht zerschneiden und nicht in die Popo treten. Gespenstern kann man noch nicht einmal die Löffel langziehen. Aber bei dir kann man das. Und ich werde sie gleich noch ein Stückchen verlängern. Aua! Wo bist du? Wohl auch noch nie was davon gehört, dass Hasen Haken schlagen. Nun hört doch bitte auf zu streiten. Elmer hat recht. Schließlich sitzen wir drei ausnahmsweise mal im gleichen Boot. Schiff. Geisterschiff, um ganz genau zu sein. Beim Klabautermann. Die haben aus meinem schönen Piratenschiff ein Geisterschiff gemacht. Oh, ja. Wir müssen versuchen, hier rauszukommen. Ja, aber die Tür ist verschlossen, Bunny. Und was ist mit dem Fenster da? Fenster? Das ist ein Bullauge. Entschuldige, Sam, aber kann man es vielleicht öffnen? Natürlich kann man das, aber wer von uns passt da schon durch? Stimmt. Die würden alle drin stecken bleiben. Ja, viel zu klein. Da passt gerade mal mein Kopf durch. Schade, dass du keine Katze bist, Bunny. Das verbitte ich mir. Ja, aber man sagt doch, wo der Kopf einer Katze durchpasst, da passt auch ihr ganzer Körper durch. Wirklich? Warum bin ich bloß keine Katze? Siehste? Ach, ich geb's auf. Wir kommen hier nie raus. Und nicht eine Möhre zum Abschied. Hier, iss eine Banane. Bäh, ich mag keine Bananen. Wo hast du die überhaupt her, Elmar? Die scheinen hier zu wachsen. Tatsächlich. Berge von Bananen. Wie kommen die hierher, Sam? Ja, die habe ich in Afrika gepflückt und wollte sie hier verkaufen. Das Geschäft meines Lebens. Oh, nein, vorbei. Was ist denn jetzt los? Hm? Das Schiff bewegt sich. Wir fahren. Segeln heißt das. Egal, jedenfalls schaukelt es ganz schön. Das ist ganz übel. Beim Klabautermann, wenn Gespenster segeln können, dann esse ich alle Bananen in diesem Schiff auf. Sprich nicht von Bananen, mir ist schon so schlecht. Oh, Das Schiff ist gegen ein Felsen gestoßen. Und wir sind immer noch eingesperrt. Zum Glück schaukelt es nicht mehr. Ja, aber wir sinken. Was? Ja. Und ich habe den Milchmann noch nicht abbestellt. Ade, du schöne Welt der Möhren. Och, meine Bananen. Bananen. Die sind unsere Rettung. Schnell, schält ein paar Bananen. Hä? Ich denke, du magst keine Bananen. Ich will sie ja auch gar nicht essen. Sondern? Einschmieren.
Also jetzt ist er ganz weg. Nix, Mischugge. Wenn wir uns mit Banane einschmieren, sind wir so glitschig, dass wir durch das Bullauge hindurchrutschen können. Mit ein bisschen Glück. Die Idee ist gar nicht so übel. Nee, kann einem nur übel von werden. Aber egal, Karl. Es muss sein. Also eine Schlammpackung ist nichts dagegen. Klatsch, klatsch. Komm, ich klatsch dir noch eine auf den Rücken, Bunny. Danke, Elmar. Und dann ab dafür. Das Glitsch. Warte. Ich schieb ein bisschen nach. Meine Schulter ist im Weg. Moment, so geht. Es funktioniert. Jetzt bin ich dran, Sam. Wieso du? Der Kapitän verlässt das Schiff zum Schluss und du bist der Kapitän. Hm? Mist. Beeilt euch, Freunde! Ich komme schon! Oh nein, mein Bauch ist zu dick. Oh, verstopf hier bloß nicht den Notausgang, Elmar Flatt. Worauf wartest du noch, Elmar? Ich stecke fest! Hilf mir, Sam. Ach, so ein Dickbops. Vielleicht hilft das. Aua! Herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft, Elmar. Sam hat mir den Hintern versohlt. Und da hast du vor Schreck gleich den dicken Bauch eingezogen, stimmt? Ja. Jetzt bist du dran, Sam. Achtung, ich fliege! Stimmt, mein armes Schiff, meine armen Bananen. Wie kommen sie jetzt wieder an Land? Die müssen schwimmen. Das ist ganz schön fein. Och, diese blöden Gespenster. Alles deren Schuld. Ich glaube, ich schaffe es nicht, bis an Land zu schwimmen. Hör doch auf zu heulen, Elmar. Wir haben hier schon genug Wasser. Schau mal. Was da wieder aufgetaucht ist. Ein Ruderboot. Das ist doch unser Ruderboot, Bunny. Stimmt, genau. Aber du wolltest es doch mit einem richtigen Seemannsknoten festbinden. Sei froh, dass ich keinen richtigen Seemannsknoten kann. Ja. Ja, das stimmt. Los, schwimmen wir zum Boot. Ja. Haben wir aber noch mal Glück im Unglück gehabt. Als wir in unserem Bötchen saßen, tauchten auch die Ruder wieder aus der Versenkung auf. Und so gelangten wir sicher ans Ufer, wo man uns schon erwartete. Gleich hast du es geschafft, Sam. Oh ja, immer muss ich die schwerste Arbeit machen. Nanu, was ist denn da los? An Land sitzen die Gespenster. Nein, jetzt fängt der ganze Spuk wieder von vorne an. Nicht mit mir, Rache, süß. Nee, die spuken nicht, die heulen. Ja, wo ist denn da der Unterschied? Die heulen, weil sie traurig sind. Traurig? Die Gespenster sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Was ist los mit euch, Gespenster? Haben wir gar kein Zuhause mehr. Selbst schuld. Warum habt ihr das Schiff auch gegen einen Felsen laufen lassen? Weil wir so wütend auf euch waren. Was? Wartet, wir kommen mal an Land. Los, nur noch ein paar Ruderschläge und wir sind da. Ihr habt uns einfach aus dem schönen Schloss vertrieben. Na ja, ihr wolltet ja auch keine Miete zahlen.
Ja, aber dann habt ihr uns auch noch den Job weggenommen. Stimmt, wir wollten in unserem eigenen Schloss ein bisschen rumspufen. Ihr wart ja schon weg. Ja, aber dazu sind wir leider nicht gekommen, weil uns jemand die Betttücher, Ketten und Rasseln weggenommen hat. Natürlich, Elmar, es waren die Gespenster. Ja, das ist wahr. Dann haben wir dieses wunderschöne Schiff gesehen. Ja, ja, mein schönes Schiff. Jetzt wohnen da die Fische drin. Sei nicht traurig, Sam. Wir kaufen dir ein neues Schiff. Haha, wovon denn? Du besitzt doch nur Möhren. Irrtum, Sam. Mit meinem Schloss verdiene ich jetzt viel Geld. Ja, aber nur, wenn es heute Nacht noch ordentlich drin spukt. Ja, wir brauchen ein paar richtige Gespenster. Aber wir sind doch richtige Gespenster. Los, Jungs, zeigt mal, was ihr könnt. Danke, das reicht. Wollt ihr denn auch Stars werden? Das wäre unser größter Traum. Okay, Jungs, worauf wartet ihr denn noch? Stürmt das Schloss, es gehört wieder euch. Für immer, Bunny? Ja, aber nur, wenn ihr uns keine Schande macht. Wir spuken, bis alle vor lauter Gänsehaut auch noch zu schnattern anfangen. Viel Spaß, Jungs! Sag mal, wie kommst du eigentlich dazu, unser Schloss zu verschenken, Bunny? Wieso verschenken, Elmar? Ich habe es doch nur vermietet. Die Gespenster zahlen doch keine Miete. Aber der Filmmensch. Oh, du bist echt schlau, Bunny. Ja, das müssen die Möhren aus deinem Garten machen. Warum esse ich die eigentlich nicht selber? Weil ich die nur selten welche übrig lasse. Na, warte. Ich bin schon wieder viel zu lange viel zu freundlich zu dir gewesen. Knapp vorbei ist auch daneben. Hey, Elmar, lass mein Bunny in Ruhe. Hä? Seit wann bist du denn ein Tierfreund, Sam? Na ja, er hat mir doch ein neues Schiff versprochen. So, aber ich nicht. Von meiner Hälfte an der Schlossmiete bekommst du nichts, Sam. Also du bist ganz schön geizig, Elmar. Ja, nur so kommt man zu was. Stimmt, zum Beispiel zu einer Ohrfeige. Oh, na ja. Warte, du Ohrfeigenling, du. Das wirst du mir büßen. Hier aufstehen! Elmer Flatt! Haha! Triff mich doch! Der zweite Streifen freut sich der Dritte und das bin ich! Signore Lepre, wie gut, dass ich Sie endlich gefunden habe. Immer mit der Möhre, Signore. Was ist denn passiert? Ach, terribile. Was für Ventile? Einfach schrecklich, diese Gespenster. Aber Sie wollten doch unbedingt welche haben. Signore. Aber was nützen mir diese gruseligsten Gespenster, wenn meine Kameramann vor Ihnen Reis ausnimmt? Oha. Da brauchst du einen gespensterfesten Kameramann, Stine. Signore Lepre. Und warum siehst du mich dabei an? Ich dachte, du könntest vielleicht. Und so ließ ich mich auch noch dazu überreden, meinen ersten Gespensterfilm zu drehen. Ich muss zugeben, dass ich manchmal eine ganz schöne Gänsehaut bekommen habe. Besonders bei der Szene im Kellergewölbe meines Schlosses. Kamera läuft! Achtung, Klappe! Kellergewölbe, die erste. Oh, endlich habe ich den Weinkeller entdeckt. Ich werde ihn bis auf das letzte Fass austrinken. Ich sehe schon Gespenster. Der Kellergeist. Bestimmt irgendein Kellergeist. In ein leeres Fass stecken und im Burggraben versenken. Nein, bitte nicht. Ich werde auch nie wieder einen Schluck Wein trinken und einbrechen werde ich auch nie wieder. Zu spät. Oh nein, die machen aus mir frei. Bleibt einem ja vor Aufregung glatt die Möhre im Hals stecken.
Wenn das Gespenst nicht gleich die Falltür öffnet, rollen die Fässer doch noch auf den Weindienst. Meine Verehrung, Signore Gespenst. Das war wirklich in letzter Sekunde. Puh, ich dachte schon, ich hätte deinen Text vergessen. Signore. Das wäre fast so schlimm, wie wenn du vergessen würdest zu drehen, Signore Lippe. Drehen? Ach, du liebes Möhrchen. Mamma mia. Die Kamera ist gar nicht mitgelaufen. Jungs, bleibt ganz ruhig. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wir machen keine Überstunden. Ja, ja, schon gut. Darum braucht ihr mir ja nicht gleich so einen Schrecken einzujagen. Marsch, marsch zurück an die Arbeit, sonst entlassen wir euch fristlos. Immer auf die Gespenster. Du bist ganz schön mutig, Signore Lepre. Na ja, Gespenster sind doch auch nur Angsthasen wie du und ich. Nein, halt, das müssen wir streichen. Ich wollte sagen, Schauspieler sind doch auch nur Gespenster. Gespenster sind Menschen. Oder sind Menschen nur Gespenster? Jetzt bin ich ganz durcheinander. Jedenfalls drehen wir die Szene noch einmal. Aber nicht für unsere lieben Zuhörer. Für die habe ich nämlich noch ein brandneues Abenteuer auf dem Möhrenlager. Also dann, tschüss, bis zur nächsten Hörspielkassette. Ich freue mich schon auf euren Besuch.